Hast du mich etwa begafft, während ich unter der Dusche war? Was tust du auf diesem Schiff? Du siehst überhaupt nicht aus wie ein Despot. Ich bin sicher, er ist nicht von so weit hergekommen, nur um dich zu duschen zu sehen. Hey Gorki, halt deinen großen Schnabel. Ich hoffe, du hast eine gute Ausrede, warum du auf diesem Schiff rumschleichst. Was tust du auf diesem Schiff? Was stotterst du da vor dich hin? Wir sind kein öffentliches Verkehrsmittel, weißt du? Lass uns ein Abkommen treffen. Wenn du mir den wertvollsten Edelstein auf diesem Schiff bringst, darfst du bleiben. Ich werde dich nicht dem Captain übergeben. Der Lagerraum ist voller Schätze. Zeig mal, was du kannst. Bist du mit dem Aufbau dieses Schiffes vertraut? Toll, ich nehme an, ich muss dir ein wenig helfen. Hallo? Wo ist das Vieh hin? Nee, falsche Taste. Ich will ins Menü. Da. Zepter. Windjuwel vom Weisen Mann des Windes. Okay. Wir haben ein Breitschwert, einen Kampfanzug und ein Stahlschild. Sind alle noch nicht so gut, glaube ich. Windjuwel haben wir dabei, silberner Kamm, getrocknete Kräuter. Cool. Dann reden wir nochmal mit der Laramie. Du bist in großen Schwierigkeiten, falls dich jemand findet. Ja, das ist schön. Wo ist dieser Vogel hin? Verwirrend. Gang der Gude. Okidoki. Kommen wir hier rein? Nö. Nur Deko. Oh nein, da kommt jemand. Schnell versteck dich. Super versteckt, du Heini. Puh, das war knapp. Auf geht's. Ja, dann gehe ich am besten nicht unten rum. Okay, wo geht's hier hin? Also ich habe absolut keine Ahnung, was ich jetzt hier tue überhaupt. Das ist ein Speicherjuwel, sehr schön. So, dann speichern wir nochmal eben ab. So, gespeichert. Aber ein bisschen weiter machen wir noch. Die Truhe ist mit wunderschönen Edelsteinen gefüllt. Nimmst du einen? Ja. Hey, warte mal. Was ist denn, Corki? Denk nach, Eon. Das sind Piraten. Hast du jemals von Piraten gehört, die ihre Schätze verschenken? Die Truhe ist gesichert. Wenn sich ihr Gewicht ändert, geht der Alarm los. Versteck dich oben auf der Treppe. Okay, okay, cool. Hey, yeah. Viel zu tun? Corki, ich habe keine Zeit für deine dummen Sprüche. Tut mir leid, ich wollte bloß... Das reicht. Ich werde mich bei Laramie über dich beschweren. Das ist echt clever. Ja, es wurde von Ziroas entwickelt. Er ist ein Verwandter unseres Kapitäns und Gelehrter und Zauberer erster Güte. Er entwarf auch dieses Schiff. Aber lass mich dir eins sagen. Mach das nochmal und es gibt Ärger. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Da du kein Zauberer bist, weiß ich nicht, was du tun könntest. Haben wir denn jetzt ein Juwel davon? Nö. Okay. Was machst du denn? Du wirst den Alarm auslösen. Ich dachte, ich könnte mein Zepter verwenden. Das Zepter beginnt zu glühen. Okay. Das Zepter speichert ein Stück Kristallerz. Was hast du getan? Ich dachte, je größer der Edelstein, desto besser. Ich bin sicher, die meisten Frauen würden dir zustimmen. Was ist denn das für ein Licht? Ja, das wüsstest du wohl gerne, wa? So. Gesundheit wiederhergestellt. Ja.
Speichern bitte. Ja, nehmen wir nochmal den. Gespeichert. Dann können wir auch wieder zurück zu der Laramie laufen, glaube ich. Wir gehen aber auch wieder oben rum. Ich weiß nicht, ob man unten rum auch gehen kann. Sollte man bestimmt, aber... Ich glaube, das ist so einfacher. Da muss es sein. Hallo. Das ging ja schnell. Hast du etwas gefunden? Ja, aber ich kann dir nicht verraten, was es ist. Ich will es sehen. Das Zepter materialisiert das Erz aus einem Kristall. Ah, was ist das? Der ist ja riesig. Ist der echt? Nicht wirklich. Er wurde durch Magie erschaffen. Kannst... warte. Ja, genau. Kannst du nichts tun? Es tut mir leid, ich habe keine Kontrolle darüber. Na, ich kann jedenfalls nichts tun. Nun, ich werde es versuchen. Du verfügst über eine besondere Kraft. Nun, wenn du all das kannst, bist du vielleicht nützlich. Du darfst bleiben. Und nun verrate mir, was du hier machst. Ich muss ein Mädchen retten, das in Arona von den Zauberern des Imperiums entführt wurde. Man hat mir gesagt, dass ihr die Wangel treffen werdet, und so habe ich mich an Bord geschlichen. Wer ist dieses Mädchen? Ich kenne sie nicht, aber ihr Name ist Arkia. Du setzt dein Leben aufs Spiel für ein Mädchen, das du gar nicht kennst? Wer bist du denn, Prince Charming? Klingt für mich wie ein Märchen, aber vielleicht ist es ja interessant. Versteck dich in meiner Dusche. Ich helfe dir, an Bord der Wangel zu gelangen. Doch das wird gefährlich. Übrigens, ich bin Laramie. Wie heißt du? Ich bin Eon. Danke, Laramie. Coole Sache. Okay, dann verstecken wir uns in der Dusche. Zack. Eon verfügt über magische Kräfte. Ich bin beeindruckt. Hey, Corki, wie ich höre, das hast du mit dem Alarm rumgespielt. Heute kriegst du keine Leckereien. Oh, nichts zu essen? Tierquälerei. Das ist Laramies Handtuch. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Hey, was tust du da? Eine falsche Bewegung und ich werfe dich über Bord. Eon, wir erreichen gleich die Wangel. Schlachtschiff Wangel. Leutnant, die Gude hat soeben angelegt. Es gefällt mir nicht, dass die Gude andocken konnte. Wie geht es der Gefangenen? Sie will uns immer noch nichts über den fehlenden Juwel verraten. Sie behauptet, sie wisse nichts darüber. Sie muss es wissen. Nur noch ein Juwel, dann haben wir alle vier. Und die Macht, die damit einhergeht. Sobald wir die Piraten erledigt haben, brechen wir nach Zephyr auf. Jawohl, Sir. Ned? Auf dem Deck. Hier ist der Andockbereich der Wangel. Es ist niemand hier. Sie überprüfen die Fracht. Ich soll auf die Route aufpassen, während sie weg sind. Ich kann nirgendwo hin. Viel Glück, Eon. Ich hoffe, du kannst das Mädchen retten. Viel Glück, Eon. Okay, also jetzt langsam wird das irgendwie auch spannend. Ach, ich kann diese Kiste nicht angucken, okay. Da würde ich jetzt nicht so unbedingt runterfallen. Das scheint mir tief und nicht schön zu sein. So. Sind das Türen? Ja, Tatsache. Oh je, also auf diesem Schiff werde ich mich wahrscheinlich überhaupt nicht zurechtfinden. Da geht's auch zurück.
Ach, das ist auch die Tür, okay. Ist hier auf der Seite auch die Türen, ja. Okay, wir kommen alle, also die führen alle raus aus dem Undock-Bereich. Oh, diese Musik, die macht mich ja kirre, ne? Du betätigst den Schalter für den Lastenaufzug. Oh. Dass das ein Aufzug ist, habe ich jetzt so nicht gesehen. Jetzt sind wir im Gang der Wangel. Okay. Faszinierend. Türen über Türen. Wir gehen nochmal links. Geht nicht, ist zu. Rechts. Auch zu. Mitte geht, okay. Ich gehe ungern immer durch die Mitte irgendwie. Wow, what the fuck? Was ist das denn für einer? Hau drauf, Mann! Oh, falsche Taste. Okay, das ist echt kompliziert irgendwie. Ich muss immer darauf achten, wenn er sich bewegt, dass ich dann mein Schild ziehe. Weil ich kann mich ja nicht heilen, aber ich kann ihn... Wow, cool. Boah. Geschlagener Feind, Fugi. Was zum Henker ist ein Fugi? Na okay, na wenigstens haben wir das geschafft. Gucken wir nochmal gerade in unsere Erfahrung rein. Okay, sind immer noch 250. Hm. What the? Huh, da ist noch einer. Würde ich sagen, kämpfen wir auch noch gegen den. Bitte richte dich nach ihm aus. Vielen Dank. Ich habe versucht zu blocken, das funktioniert aber nicht. Aber wir kriegen den bestimmt auch kaputt, so wie den anderen auch. Bam, erstes LP weg. Okay. Faszinierend, wirklich. Ach, verdammt. Und da war kaputt. Bam, die Dinger gehen voll in die Luft. Und jetzt haben wir Slark geschlagen. Okay. Haben wir Erfahrung denn dafür gekriegt? Nö. Oder ist EP was ganz anderes? Ich hätte dieses komplette System noch nicht verstanden. Was ist das hier? Am Fahrstuhl befinden sich zwei Knöpfe. Hoch und runter. Was tust du? Ach du meine Güte, nein. Da kommen wir nicht rein. Der Fahrstuhl ist nicht da. Da kommen wir nicht rein. Dann müssen wir also irgendwie... Oh je. Dann gehen wir erstmal zur zweiten Ebene. Mann, Mann, Mann. Das Ganze sieht ziemlich kompliziert aus. Zweite Brücke. Okay. Oh. Kommt da jetzt einer raus? Ah, super. Wer bist du? Was tust du hier? What the hell? Okay, unsere erste Lebensleiste ist weg. Seine erste auch. Seine einzige zum Glück. What the hell, ey? Wir sind viel zu langsam. Na, gewonnen haben wir trotzdem. Geschlagener Feind, Soldat. Okay. Also haben wir jetzt hier auch noch einen Aufzug. Ach herrje, ach herrje. Links geht auf. Rechts ist offen. Da kommen wir auch noch rein, verdammt. Oh je, oh je. Interessant, okay. Über diese Sitze können wir hier hoch. Und auch wieder runter und auch hoch. Faszinierend. Ach, und dann komme ich... Ah, cool. Und Metallstück bekommen. Toll, was mache ich mit dem Metallstück? Das Zepter beginnt zu glühen.
Der Dolch ist wiederhergestellt. Du hast den Dolch bekommen. Was? Ist ja genial. Dolch, einfacher und leichter Dolch, gut für geschickte Angriffe. Oh, das Breitschwert ist definitiv schlechter, cool. Also aus Metallstücken stellen wir dann Waffen wieder her oder so Zoll oder so. Das ist auch interessant. Aber ich denke mal, ich werde die Aufnahme an dieser Stelle jetzt fürs Erste beenden. Einmal, weil ich gucken muss, ob alles funktioniert hat. Und auch, weil ich nicht so über so viel Zeit momentan verfüge. Und deswegen einmal speichern, gespeichert. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge hier auf der Wangel. Bis dahin.